Rituale gibt es seit Jahrtausenden. Es sind Zeremonien, Bräuche, Kulthandlungen, die einer Gruppe ein Wir-Gefühl vermitteln, ein Miteinander erlebbar machen, was Sicherheit und Geborgenheit schenkt. Zugegebenermaßen können wir heute nicht mehr alle Rituale verstehen, die es so gibt. Beispiel: Japan jährlich das Ritual Mukonage, bedeutet so viel wie Schwiegersohn werfen. Und genau das passiert dort jährlich, es werden Schwiegersöhne geworfen. Der Legende nach deswegen, weil ein eifersüchtiger Schwiegervater es nicht leiden konnte, dass sein Schwiegersohn ihm die Tochter weggenommen hat, um an einen Ort weit entfernt zu ziehen. Jedes Jahr werden da frisch vermählte Schwiegersöhne einen 5 Meter Abhang mit Schwung hinuntergeworfen. Glücklicherweise befindet sich da unten sehr viel Tiefschnee, sodass die meisten dieses Ritual auch überleben. Und der Grund dafür ist, eine glückliche Ehe zu sichern. Ein anderes Ritual, diesmal in Europa, in der spanischen Stadt Castrillo de Murcia, gibt es das Ritual, das gleichzeitig den religiösen Höhepunkt des Fronleichnamfestes darstellt. Da werden am Dorf, Hauptplatz, werden Matratzen aufgelegt und neugeborene Babys und Kleinkinder, die im letzten Jahr auf die Welt gekommen sind, nebeneinander gelegt. Dann kommen verkleidete Männer mit Kastagnetten in der Hand, die springen da drüber. Und wenn sich dann der interessierte Beobachter fragt, warum tun die das, gibt es die logische Erklärung: auf diese Art und Weise wird den Kindern die Erbsünde, die ja durch die Geburt in ihre Körper gekrochen ist, einfach wieder weg rausgezogen. Interessantes Konzept, biblisch nur nicht einwandfrei nachweisbar. Ein Ritual, das für uns vielleicht noch schwieriger zu verstehen ist, ist eines, das verschiedene Bevölkerungsgruppen auf der Insel in Madagaskar entwickelt haben. Jedes Jahr besondere Familienfeierlichkeiten, und zu diesen Feierlichkeiten werden die Überreste der Verstorbenen aus der Gruft geholt. Die Leichensäcke werden zum Fest hingebracht, sie werden geöffnet, die Gebeine der Toten werden rausgenommen, sie werden geherzt, diesen Gebeinen werden Geschichten erzählt, die neuen Familienmitglieder, die geboren wurden, werden ihnen vorgestellt, man isst gemeinsam, man trinkt, man tanzt, und am Ende des Festes werden die Gebeine dann wieder in neue Leichentücher eingenäht und die kommen wieder zurück in die Gruft. Als zivilisierte Österreicher denken wir uns jetzt vielleicht, na, das ist schon eher unterentwickelte Kultur. Aber Vorsicht, nicht ganz so schnell, denn so den ein oder anderen seltsamen Brauch gibt es auch in unserem schönen Land. Ein Beispiel: in Tirol in einigen Dörfern gibt es so gegen Ende März das sogenannte Wampelerreiten. Die Wampeler sind junge Männer, sie bekommen ein weißes Leinenhemd, ausgestopft mit Heu und Stroh, ziehen einen roten Rock drunter an, bekommen einen Stecken in die Hand und müssen auf diese Art und Weise gebückt durch ihr Heimatdorf wandern. Dann gibt es noch die sogenannten Reiter, die pirschen sich von hinten an die Wampeler heran, versuchen sie umzureißen, sodass sie mit ihren schönen weißen Hemden in den Schmutz reinfallen. Du denkst dir vielleicht, ah, ich durchschaue dieses Ritual. Es soll Ende März, Ende des Winters, das Weiß des Schnees, der Winter, das soll vertrieben werden. Interessantes Ritual, aufgrund des Klimawandels wird es wahrscheinlich immer weniger an Bedeutung haben. In unserer Partnerschaft haben wir solch seltsame Rituale wahrscheinlich nicht. Trotzdem hat sich herausgestellt, dass wirklich glückliche Ehepaare so etwas wie einen gemeinsamen Sinn, eine gemeinsame Kultur geschaffen haben. Und dazu gehören auch tatsächlich gemeinsame Rituale, Symbole, gemeinsam definierte Ziele und Rollen, die dazu eingenommen werden. Wenn du wissen möchtest, was das alles praktisch heißt, zum einen kannst du dir die Übung gleich unter dem Video runterladen, zum anderen bist du herzlich eingeladen, dich zu unserem Zoom-Kreis anzumelden.